So, servus, grüße euch, guten Abend zu Kultpainting. Heute ein Painting-Tutorial nicht. Warum? Ich male so, wie ich glaube, dass es gut ist für mich und vielleicht kann sich ja wer von euch was mitnehmen. Was malen wir heute? Und zwar, wir malen heute unverändert für eine kleine Serie Evering. Wir haben schon einmal Evering gemalt. Entweder das kommt vor oder nach dem Video, je nachdem muss man schauen, wie es im Schnitt ausgeht. Auf jeden Fall Evering von Grimlord Games. Sehr schöne, spannende Miniaturen. Einfach einmal grundsätzlich was anderes, weil es Schiffe gibt. Ja? Also die Bösewicht. Schiffe sind schon bemalt, also wie gesagt, entweder vor oder nach dem Video zu sehen. Heute kommen die Heldenschiffe dran. Da gibt es vier verschiedene und ich switche mal um quasi zur Absauganlage und zur Airbrush. Wir kümmern sich heute um die sogenannte, glaube ich, Paria. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Drache vorn sein soll oder nicht, kann ich nicht wirklich beantworten, aber im ersten Schritt, was werde ich machen? Wir das Video ein bisschen zusammenschneiden, damit man halt nicht gefühlt eine Stunde klumpert schauen muss. Ich habe das mit der Dose schwarz grantiert und von oben mit einer weißen Farbe ein bisschen so OSL, also Object Source Lighting gemacht, also quasi Lichtquelle von oben definiert. Warum mache ich das? Weil so erstens knalligere Farben automatisch oben setzen werde. Alle meine Lichteffekte setze ich dort, wo ich quasi auch die weiße Farbe habe. Und so splittet sie automatisch aus dem optischen Sinne, wo habe ich Schatten und wo nicht. Also wo kann ich mit meinen Farben mehr oder weniger mehr rausholen. Ja, wie zum Beispiel das Segel da, das wird heller werden, das wird heller werden. Alles, was da hinunten dann hineingeht, wird dann ein bisschen dunkler. Okay? Das gibt dann so ein bisschen eine Lichtorientierung. Man kann es auch ohne OSL machen. Ja, also das ist einfach nur, ich will nicht sagen Standardprogramm, aber keep it simple, sage ich jetzt einmal. Ja. Man kann das OSL, man muss es nicht mit der Dose machen, man kann es genauso mit dem Pinsel ersetzen. Ja, das ist grundsätzlich alles möglich. Wenn ich eine größere Mini habe, mache ich es nicht mit der Dose, also tue ich schon mit der Dose schwarz grundieren, aber ich nehme dann zum Beispiel über die weiße Dosengrundierung nur Ink, ja, also weiße Ink. Das betont nur ein paar so Highlights und Hotspots. Was ist heute mein Weg zu dieser Mini? Mein Ziel ist es ja immer, gerade bei Brettspielen, ich will nicht sagen schnell zu sein, aber ich will in einer guten Zeit, ich will nicht 5 Stunden für eine Mini verbrauchen, ich will in einer guten Zeit eine gute Qualität herausbringen. Ja, das heißt, ich konzentriere mich initial immer darauf, dass ich sage, die Grundfarben, die wie zum Beispiel für mich jetzt da, die Grundfarbe, einmal das Wasser, einmal das Schiff und einmal die Segel. Ja, das heißt, ich will die Grundfarben alle mit der Airbrush auftragen, alles andere mache ich dann mit dem Pinsel, da switchen wir dann um auf einen anderen Arbeitsplatz, auf die, da wo ich hauptsächlich male. Ja, was ist also der Plan? Wir werden initial das Wasser ganz hell machen, ja, mit so einem Türkis, glaube ich ist das, Türkis Claro von Model Color, also von Vallejo. Ich hoffe, das sieht man halbwegs. Das Licht wird sich dann noch halbwegs bessern, also das ist einmal das Wasser. Meine Favoriten, die unveränderte Speedpaints, da wir Pellet Bone nehmen, und zwar für das Schiff selber, rundum und um. Ja. Und, wo ist es sonst noch? Ich orientiere mich bei den Schiffen immer, also das mache ich meistens immer bei den Brettspielen, sobald Spiele mehr Spieler haben, was wir meistens haben, gebe ich den Spielern immer eigene Farbe mit. Das heißt, das Playerboard von dem Schiff ist rötlich gehalten, ja, also es ist eine rote Farbe, das heißt, ich will die Segel zum Beispiel rot setzen und mein Ziel am Schluss ist es, dass ich ein paar rote Nuancen setze, wo man einfach weiß, okay, der rote Spieler ist das Schiff, ohne dass jetzt das so sonderlich schlecht ausschauen wird, hoffentlich. Ja. Genau, that's the plan, also Entschuldigung, das Rot ist ebenfalls Speedpaint Blood Red, kann irgendein Rot sein, in dem Fall ist ganz egal, das was euch gefällt, das ist einfach super. Das ist halt mein Weg dazu. Ja, jetzt sieht einmal, ich knalle einmal da die Grundform drauf. Und es wird sehen, alle anderen Feinheiten, Entschuldigung, und die ganzen anderen Übergänge zum Teil oder so, das machen wir später. Ja? Ansonsten knack im Back. Ich fange jetzt an. Okay? Und switch dann automatisch weiter. Ich hoffe, dass mein Fokus funktioniert. Mein Arbeitsplatz ist ein wenig klein. Aber das geht, glaube ich, aber sonst.
sehe ich schon, dass irgendwas fallen wird. Ansonsten, let's do this. So, quasi einen Schmutzpinsel. Genau, ich nehme jetzt einmal die Grundfarben drauf und dann sehen wir sie später, weil ich belasse das jetzt einmal so. Es schwitzt ja dann die Absaugung und dann hört man nichts. Bis gleich. Also, wir waren jetzt bei der Airbrush. Wie versprochen, haben wir jetzt nur die Grundfarben aufgetragen. Also, sorry für dieses extrem seltsame Setup, aber es geht halt heute einfach nicht anders. Die muss man jetzt nicht so schön sehen, aber die Mini, und ich glaube, die tut man, das war jetzt da eigentlich nur, so wie vorher gesagt, die Grundfarben. Schaut schon ganz ansehnlich aus. Wichtig ist immer nur, wenn ihr Farben auftaucht, trocknen lassen. Trocknen. Egal was, ob das jetzt irgendwelche Shades oder normale Layer sind, bitte immer trocknen lassen. Ja. Das kann man beschleunigen mit einem Föhn. Warum trocknen lassen? Weil erst im kompletten Trocknungszustand ihr seht, wie die Farben in echt ausschauen. Ja. Also unten haben wir jetzt schon, also natürlich, ich finde, es gibt immer zwei Wege. Entweder will ich kontrastig meiner oder eher ins Pastellfarbene. Ja. Ich habe im anderen Video eher Pastellfarben gemalt. Ich werde dann vielleicht einen Unterschied erkennen. Ja, also wir werden da jetzt, schaut eigentlich, wie gesagt, schon ganz ansehnlich aus. Was ist jetzt der Plan? Die kleinen Feinheiten. Wie gesagt, ich will ja das Ganze optisch schön halten mit relativ einem geringen Aufwand, ja, weil es ja doch relativ viele Miniaturen sind. Das heißt, ich will mich jetzt einmal ums Wasser kümmern. Wie werden wir das Wasser machen? Grundsätzlich ist es wie Feuer zu malen, nur halt umgekehrt. Ja? Das heißt, beim Feuer gehst du von, sag jetzt einmal, hellen Weiß bis zu Gelb, Orange ins Rötliche und dann quasi bis ins Schwarze hinaus. Beim Wasser ist es eigentlich genau umgekehrt, wenn du das optisch schön wirken lassen willst. Das heißt, du gehst ganz unten von Schwarz weg und wirst halt je mit deinen Nuancen ganz hell bis zu dieser, wie heißt dieser, weißt du schon, Gisch, keine Ahnung, der Schaum, halt von den Wellen schlagen. Den machen wir weiß. Okay? Das heißt, was ist mein Masterplan? Ich habe da jetzt quasi ein relativ helles Türkis eingeknallt. Und als nächsten Step wir immer selber ein bisschen Shade anmischen mit einem dunklen Blau. In dem Fall ist es jetzt zum Beispiel Highlight Blue für diese Speed Paints. Es kann irgendein dunkles Blau sein. Es könnte sogar rein theoretisch ein bisschen lila sein. Oder sage ich jetzt mal sogar schwarz. Je nachdem, wie wir es halt haben. Okay? Ich mische mir das jetzt einmal an. Ich mache mir die erste Shade und dann
seht ihr, was quasi das Ergebnis ist. Und ich halt auch. Wichtig ist immer, ich mache immer nur Mutmaßungen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nie, wie das Ergebnis am Schluss ausschaut. Das ist immer nur Bauchgefühl. Also es gibt beim Malen nicht wirklich einen Plan, muss man sagen, was finde ich. Ja, also ich mache das alles immer nur aus Bauchgefühl und lasse mich dann letztendlich überraschen. Okay, also let's see, ich mische das einmal an und dann sehen wir sie gleich. Ah, muss ich mir so ein bisschen blöd drunter schauen, wie da die Lampen hängt. Okay. Was haben wir jetzt gemacht? Das Wasser. Okay, das heißt, ich habe einmal dieses Highlight Blue genommen. Habe das auf zwei verschiedene Arten verdünnt. Einmal ganz dünn. Ganz dünn, ich kann euch leider die Palette nicht zeigen. Ich hoffe, ich bin mir nicht sicher. Das war das ganz Dünne da irgendwo, okay? Und das ist die pure Farbe. Nur zur Info, warum? Das Dünne habe ich überall aufgetragen, bis auf diese ganzen Spitzen oben, okay? Die lasse ich natürlich heller, ja, weil das ist dann mein Highlight, das was dann natürlich später weiß wird. Sorry, bin nicht so gut in dieser Kameraführung, ehrlich gesagt. Und dann habe ich die pure Farbe genommen von diesem Highland Blue und habe die quasi da unten hineingetippt, ja, in diese Suppen da, die was man sieht.
Pooling sagt man grundsätzlich, nein, natürlich nicht. In dem Fall ist mir relativ egal, was Wasser ist. Und man merkt es nicht, wenn es am Bassrand ein bisschen schwingt, ehrlich gesagt. Wichtig ist, nach oben sollte es nicht zu viel poolen. Ja. Was ich dann gemacht habe, ich habe letztendlich, habe ich vorher nicht verraten, das kann natürlich irgendwas sein. Ich habe in dem Fall einfach so eine Contrast Black Templar genommen und habe dann den Kontrast geschoben, weil nachher will ich dann die Rim von der Base noch machen. Habe den Kontrast quasi geschoben und habe ganz am unteren Rand, Entschuldigung, ein Schwarz hineingedippt, nass in nass. Das heißt, das vermischt sich automatisch und so haben wir wieder den Kontrast, was ich gesagt habe, damit wir einen schönen Farbverlauf haben, von Schwarz auf Dunkelblau. Und dann wird es immer heller, weil ich wische mir das immer in der Konsistenz. Ich schiebe die Pigmente so lange hin und her, wo ich sage, okay, der Kontrast passt für mich. Ja. Oder der Farbverlauf passt für mich. Und that's it. Okay. Das lassen wir jetzt trocknen, ich würde es föhnen. Dann werden wir eigentlich gleich instant das Wasser fertig machen. Wir werden vielleicht das ganze Wasser gleich trocken würsten. Und that's it. Da haben wir da gar nicht viel mehr drin. Ja, wichtig, trocknen. Sagen wir entweder ich mache das Wasser oder quasi wir machen das Schiff als nächstes. Und dann sehen wir sie quasi eher. Oder machen wir gleich das Schiff, ist egal. Wir werden das Schiff machen, in der Zeit wird die vortrocknen da bei unten. Das Schiff wird relativ einfach halten, weil wir haben ja schon ein Braun drin. Ja. Das heißt, ich werde das Braun letztendlich so belassen. Ich werde ein bisschen was hervorholen noch. Ja. Das heißt, wir versuchen den Vogel ein bisschen zu betonen davon und das Rache, keine Ahnung. Ja. Da werden wir ein paar Metallic-Farben auftragen auf diese Kanonenrohre und dann wie vielleicht ein bisschen Edge-Highlighting betreiben oben noch. Und damit es so ein bisschen Pirates of the Caribbean wirkt, werden wir ein bisschen grün hineindippen. Ganz, 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 ganz dünn. Ja. Damit halt quasi das Holz ein bisschen so modrig vom Wasser gestreift und beleidigt ist. Okay? Ja, that's it. Also das wird eine relativ schnelle und einfache Partie. Okay? So, jetzt nehmen wir die Füllen her. Ja, Medium haben wir noch, da brauchen wir gar nicht viel drin. Das ist ganz dünn. Ja. Das ist wirklich nur, ich hoffe, man sieht es an meinen Fingern ein bisschen. Nicht, ja, das ist so. Ja. So, und dann überall dort, wo das Wasser quasi ein bisschen einen Berührungspunkt hat. Ja. Tippen ein bisschen grün hinein. Warum ihr euch das dann so macht, zeige ich gleich. Es hat nämlich mit grün ein bisschen einen netten Nebeneffekt. Ja? Da kann man nämlich auch ein bisschen mit Lichteffekten arbeiten. Okay? Ob es jetzt so tatsächlich diese Lichteffekte gibt oder nicht, das steht nicht zur Diskussion. Schaut aus meiner Sicht einfach nur gut aus. Das sieht alles andere interessiert mich gar nicht. Aber es sind halt immer so wie soll ich sagen, diese ganz kleinen Schritte, die was es gerade ein bisschen fett machen. Ja, da braucht man nicht viel Aufwand betreiben, da muss man auch nicht viel großartig nachdenken darüber, wie das funktioniert. Ich bin kein Pro-Painter oder sonstiges, das kann einfach jeder. Okay? Absolut jeder. Weil man malt nie für andere, sondern immer nur für sich selber. Okay. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Das schaut schon super, super ultra nice aus. Also mir taugt es sehr. Was macht das Grün? Ich hoffe, oh ja, man sieht das. Unten haben wir das Wasser und wir haben oben das Braun. Und ich habe mit diesem Plasmatic Bolt ein ganz wie ein Glaze quasi. Also nur dünner als wie ein Glaze. Und habe so mehr oder weniger gleichzeitig gleich die Reflexionen vom Wasser auf das Holz projiziert. Es wirkt es wirkt modrig und ein bisschen berührt vom Wasser und so quasi ja, nicht so wie Holz ausschauen sollte. Sorry. Und es birgt ein bisschen einen coolen, sehr nice Lichteffekt. Okay? Ich hole jetzt meinen Pinsel. Sorry, bin ein bisschen kränklich. So, das war mal das Schiff unten, das sieht einmal. Jetzt wollen wir sie oben nur ein paar nette Punkte heraus. Und zwar. Eine gute Frage. Und zwar pinken wir jetzt das Rot ein bisschen. Und zwar
Try and Error. Wie gesagt, es geht letztendlich nicht darum, ob man was kann oder nicht kann. Manchmal muss man es einfach probieren. Okay. Was mache ich jetzt? Ich möchte die Segel ganz dezent betonen, mit ein bisschen einem helleren Rot. In dem Fall habe ich eine rote Ink genommen, und zwar die da. Das ist rot. Okay. Und dann würde ich jetzt mal versuchen, quasi da auf diese hohen Punkte, die da, einfach ein Glaze drüber schieben, damit man da vielleicht ein bisschen was betonen kann. Ansonsten bis gleich, und im nächsten Schritt schauen wir dann, wie das Ganze ein bisschen trocken ausschaut. Okay, mit dem heiligen Schein geht es weiter quasi. Und ich habe das jetzt ein bisschen mit dem Föhn bearbeitet. Und man merkt es, glaube ich, an. Wow, ein bisschen. Ja. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben vorher die Segel gemacht. Also die Ink ist jetzt schön getrocknet, liefert jetzt somit auch wie ein Glaze eigentlich einen schönen Kontrast. Das Schwarz dahinter, hinter die Segel, da macht man sich keinen Kopf, das machen wir später. Aber ansonsten wirkt es schon quite nice. Ja, das Wasser nimmt schon gut seine Farbe an. Wir haben einen schönen Kontrast eigentlich bis jetzt. Was wir jetzt als nächstes machen, ist das Wasser. Und zwar, wie machen wir das? Mit einem super spezial mega teuren Pinsel und nix. Wir werden das Wasser einfach trocken bürsten, ohne recht viel Wissenschaft. Normalerweise nimmt man so nie wirklich reines Weiß. Warum? Ja, es unnatürlich wirkt irgendwo, glaube ich. Oder reines Schwarz. Ja. Ja, mir ist es manchmal ehrlich gesagt ziemlich egal. Je nachdem, wie es besser ausschaut. Ja, in dem Fall nehme ich Arctic White von Game Color. Ebenfalls wieder von Vallejo. Wie gesagt, das kann irgendein Weiß sein. Ja, und es ist letztendlich trocken gebürstet. Okay, aber ich glaube, da brauche ich. Okay, was ist das Ziel von Trockenbürsten? Trockenbürsten, glaube ich, technisch gesehen, brauche ich den Können unter uns irgendwo, unter uns, unter euch, nicht viel erklären. Das heißt, ich will gewisse erhabene Stellen, die obersten Kanten, wo quasi die Lichtquelle von oben kommt, indem wir rumziehen, streifen mit Weiß, damit sie so quasi heller wirken. Ja, somit kann ich auf feine Details ausarbeiten. Das ist eine super, super, super coole Technik. Nicht nur für Anfänger, ja, jeder, der was irgendwie sagt, okay, Trockenbürsten ist bla, okay, oder ist irgendwie, keine Ahnung, Noob-Technik, hat selber keine Ahnung, ja. Sorry, aber Trockenbürsten ist wirklich eine ganz feine Technik, ja, mit der, was man ganz schnell geht, wenn man viel bemalen will, wie aussieht, aus meiner Sicht. Okay, was mache ich? Ich tue quasi den Pinsel nur hinein, schaue quasi, wie viel rauskommt. Und dann, ich hoffe, ich bringe es mit dieser Kamera für uns an. Vielleicht ist auch der Pinsel etwas zu groß. Und dann streife ich quasi einfach nur von oben weg die Stellen, wo quasi der Schaum aus meiner Sicht kommt. Das mache ich so lange, bis ich halt dementsprechend habe. Oder bis ich mir dann denke, okay, schaut cool aus. Ja. Mehr ist es dann letztendlich auch nicht. Ich glaube, dass ich nur da beim Schiff immer in der Nähe irgendwo so richtig schaffen wird. Jetzt zeige ich das dann gleich. Wenn man das da so wie. So, das schaut auf jeden Fall pompös weiß aus. Wichtig ist, wenn wir jetzt da Trockenbürsten da zum Beispiel diese ganzen Kanten, wir können dann nachher alles nur mal quasi heller betonen. Wir lassen ja an und für sich beim Trockenbürsten ja nicht viel Pigmente liegen, außer wir fahren halt dementsprechend viel auf und an, dann natürlich schon, ja. Aber ansonsten ist das recht
simple und vor allem sehr dankbare Technik, wo man auch nicht viel falsch machen kann. Okay. So, also ein bisschen so. Ein bisschen touchen wir das an. Und so, I'll process a little bit of this. Dann nehme ich das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen ist normalerweise der Mac. Was nämlich dann am Schluss ist, wenn ich sage, okay, ich hätte es gerne irgendwo nur weißer haben, dann gehe ich einfach mit dem Pinsel klassisch mit dem Weiß drüber und knall ein dementsprechendes Highlight hinein. Ja. Quasi so Edge-Highlighting machen. So kann ich das. Okay, das. So schaut es dann trocken gebürstet aus. Sorry. Ja. Und es wirkt schön kontrastig. Okay, das heißt, wir haben einen Farbübergang von Schwarz auf Dunkelblau, auf Hellblau, Türkis und Weiß. Weiß quasi dort, wo es schäumt. Ja? Das kann man natürlich bis ins Unendliche betreiben, das ist schon richtig. Man kann dann auch quasi eigentlich leeren und man kann 17 Schichten blenden, aber bitte lasst die Kirchen im Dorf. Wenn man die Zeit hat, wenn man die Lust hat, gern. Ja? Ich möchte eigentlich bei Brettspielen, je nachdem welches Brettspiel das ist, einfach nur Effekte haben, relativ flott. Nachdem wir da jetzt da schon weiß geloadet haben, das werden wir anders machen. Ja, das werden wir anders machen. ja, that's it. Wir kommen dann zu den nächsten Steps. Wir werden in den nächsten Steps einmal ein paar Details an den Schiffen hervorheben. Den Vogel werden wir schauen, ob man den nicht ein bisschen pimpen kann. Und see you gleich. Ne? Okay, kurz und ich will euch nur einen Unterschied noch sagen. Ich habe jetzt die eine Seite mit einem puren Weiß, also das ist dasselbe Weiß, was ich vorher genommen habe für die Trockenbüsterei. Ich habe genau dasselbe Weiß jetzt da auf die Spitzen damit genommen. Also überall dort, wo der Schaum vom Wasser ist, bin ich genau mit Stippling, also das heißt, ich habe einfach nur getupft, ja, habe ich das reingeknallt. Das ist so schlecht in dieser Kanalführung, ist unbeschreiblich. Sorry. Okay. Ja, also so schaut es dann aus. Das ist die gestippelte Seite. Ja, das nicht. Okay. Also noch nicht gehighlightet. Schon gehighlightet. Okay, ich werde dann nachher noch ein paar Fotos machen. Dann sieht man das hier. Okay, jetzt machen wir noch die andere Seite, was mir ganz gut gefällt, ehrlich gesagt. Und wir sehen uns dann im nächsten Step, wo wir uns ein bisschen ums Schiff kümmern. Betonung ist wirklich nur ein bisschen. Und dann die Zauberei eigentlich dann schon fast fertig. So, wir haben jetzt die Wellen ein bisschen hervorgehoben. Also quasi die Wellenoberkante. Sorry fürs Husten. Das nächste, was wir machen, sind diese Kanonen. Ebenfalls ganz einfach gehalten. Ironbreaker, das sieht man metallig, es kann auch sein. Muss jetzt nicht unbedingt das sein. Da halte ich den Ball ebenfalls flach, weil ich nehme genau nur die Metallic-Farbe unverdünnt. Entschuldigung. Und lege die oben auf die Kanonenrohre drauf. Okay. Ich glaube nicht, dass man das sehen wird. Es ist jetzt nicht schlimm. Okay, da geht es nur um ein bisschen einen metallischen Touch, sonst nichts. Okay, das sind nur die obere Seite von der Kanonenrohre. Also nur quasi wow, da oben. Okay, nicht unten, nicht ganz, sondern nur oben. Warum? Ich bin unten mit Grün eingegangen vorher und so kreide ich mir quasi die Reflexion vom Wasser. Ja. Und muss nicht 17.000 Fuß drüber schichten. Okay. Alle anderen irgendwie frage ich metallischen Teile, die spare ich mir. Ja, das Einzige, weil so viel Detail liefert das Schiff jetzt auch nicht. Wir werden das finden. Gut. Aber ist nicht so hochbekehrt. Das ist das Erste. Das Nächste, was ich machen möchte, ist Nihilac Oxide. Gute Farbe. Warum?
die kann halt was. Was kann sie? Mal ebenfalls ganz blind. Zack. Was kann sie? Sie ja, wirkt so ein bisschen oxidierend. Ja. Und was werden wir mit der machen? Da werden wir ganz dezente Tupfer setzen im Bereich vom Holz. Ja. Dann sowas. Ja, okay, dann gehe ich von oben auf Höhe und mache einfach mal ganz dezente kleine Tupfer oder seitliche. Ne? Voll. Okay. Dann wisch da ein bisschen drüber. Da ein bisschen. Vogel ein bisschen. Oben kann man ein bisschen drüber gehen. Okay. Ja. Kann die Railing ein bisschen betonen damit. Kann innen diese komischen Gitter oder was das sind. Kann man ein bisschen beladen damit. Die Fenster knallen wir auch noch ein bisschen was hin. Kann man ein bisschen grünlich gestalten. Der Türkis eigentlich. Den mache ich auch noch unten in dem Fall. So. Überall tut man ein bisschen Holz auf Holz trifft. Das ja. Ist so wie da. Ja. Ein bisschen Übergang. Ein bisschen eine. Das da vorne kann man auch ein bisschen betüdeln. Da vorne noch ein bisschen. Schaffen. Ich bin kein Seemann. Wann das Vogel nehmen wir ein bisschen mit. Das wird dann getrocknet. Ganz feines. Ja. Ja, schaut schon gut aus. Ja, das tupfen wir noch an. Ein bisschen in die Mitte. Nicht alles so. Unbehandelt bleibt. Ja. Das war schon wieder die ganze Magic, da werden wir verteilen. So, jetzt machen wir das Schild noch ein bisschen grauslich. Wie machen wir das? Machen einen grauslichen Pinsel. Ups, sorry. Okay, dann schauen wir, dass ich da nichts zerbombe mit diesem Pinsel. Was das ist, Steel and Matt. Textur oder so. Die, was schon eingetrocknet ist. Sehr cool. Macht aber nichts mit Gewalt. Okay. So, da tut man jetzt einfach mal wild oben drauf los. So. Natürlich auch normales Baum nehmen, um Gottes Willen. Das ist voll kein Skip, ist kein richtig und kein falsch. Okay, muss ich einfach her noch. That's the whole magic. Okay. Das macht das ganze Schiff ein bisschen gebraucht. Nur grauslicher, ein Fass ohne Boden natürlich das Ganze. Ne? Kann man betreiben, das ist unendlich, egal bei so nicht organischen Teilen. Ne? Kann man einfach abgehen wie Schmitzkarte. Man kann das auf unterschiedlichsten Arten betreiben. Okay. Aber wie gesagt, ich hätte nur sagen, wie schnell, dass man das eigentlich machen kann. Okay. Tja, ich weiß gar nicht, warum sonst die ich genauso hier nicht mehr. Ich kenne jetzt Aquarella on Earth. Ich bin nicht sicher, ob das nicht das ist, was aufreißt. Ist ebenfalls egal, weil ich brauche nämlich nur die Farbpigmente und die, ob die dann quasi beim Holz reißen oder nicht, ist mir ebenfalls egal. Das heißt, ich gehe her, tupfe mit dem genauso drüber. Was kann man drüber da? So. Okay. Oh. Okay.
Was haben wir jetzt noch gemacht? Letztendlich eigentlich gar nicht mehr so viel. Ganz gut dahin so. Was habe ich gemacht? Ich habe da oben einmal den Vogel noch ein bisschen rot trocken gebürstet zuerst und dann mit einem Silber drüber trocken gebürstet. Die schwarzen Schatten, die was wir ja aus der Grundierung bereits besitzen, habe ich braun getupft. Mit diesem Braun, was ich vorher gesagt habe, da genau dasselbe. Und der zieht, die Kanonen sind gleich geblieben, das Wasser ist völlig unberührt. Was wir jetzt als nächstes noch machen, ist so der Last Finish Touch. Ja, wie funktioniert der? Zeige ich gleich. So, finished. Ja, Brettspiel bereit, sozusagen. Okay. Ich versuche das jetzt ein bisschen ganz hardcore zu drehen, damit man es ein bisschen besser sieht. So. Ja. Kann man so gut lassen. Okay. Ja. So, das sieht man gut, oder? Natürlich im Nahen, schaut alles furchtbar aus. Letztendlich unten bei der Rim habe ich dann einmal rot hineingesprüht, die Ink, und dann ganz außen in der Rim natürlich das Schwarz noch, aber nur das Schwarz deswegen, weil man schwarz überblieben ist. Sonst hätte ich es rot gelassen, okay? Aber vom Kontrast her ist es ganz nett, okay? Man weiß, das ist der rote Spieler. Rot ist natürlich ein bisschen eine undankbare Farbe, muss man auch sagen, aber trotzdem ganz nett zum Arbeiten. Es ist für das Detail, ist es mehr als wie okay. Man kommt halt jetzt natürlich, man kann immer andere Sachen machen. Immer, okay? Man kommt halt das Wasser nur mit mehr Leer bearbeiten, dass viel mehr Tiefe hineinkommt oder mehr Farbdifferenz. Man könnte oben auf dem Deck die ganzen Rillen zum Beispiel mit einer Ölshade nachziehen oder mit einer normalen Shade, damit man die Vertiefungen wieder sieht. Aber ganz ehrlich, für dieses Setting ist es aus meiner Sicht genug. Ja. Wie gesagt, das ist eines von vier Schiffen, dieselbe Theorie, dieselbe Arbeit mache ich genau mit allen anderen auch. Ja. Nur halt mit der anderen Spielerfarbe, ich glaube grün, blau und Ind. Ja. Okay. Dann. Okay, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können zum heutigen Painting Tutorial. Oder wie ich es painte. Painting Tutorial möchte das bitte nicht schimpfen, nicht benennen. Ja, ich hoffe, es habt ein bisschen was mitnehmen können. Es würde uns unglaublich gefallen, wenn es ein paar Kommentare dazu gibt, was ihr besser machen würdet oder anders machen würdet. Vielleicht habt ihr auch schon wo Everrain ein bisschen was gepaintet und schmeißt ein bisschen was in die Kommentare oder auf unserer Facebook-Page. Ansonsten, Everrain wird eine kleine Serie bei uns werden und ja, that's it einmal. Unterstützt uns mit einem gratis Abo, Glocke, Like, Kommentare, was auch immer. Wir freuen uns furchtbar drüber und versuchen immer as soon as possible Response zu geben. Ansonsten schönen Abend noch, wünscht euch der Roman von Cult Curse und beim nächsten Mal sind wir wieder im Duett zur Verfügung. Palim, palim, unverändert, servus, bitte euch.